Das Leben ist voller Überraschungen. Und sie sind nicht immer gut. Die beiden verlieren die Wohnung, weil sie die Miete nicht bezahlen konnten. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Was machen wir denn jetzt? Das Schlimmste, was passieren kann, ist obdachlos zu werden. Lass uns rein. Wir können irgendwo hingehen. Aber die Vermieterin ist knallhart. Kein Geld, keine Wohnung. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist echt schlimm. Es ist hart, obdachlos zu sein. Penny und Kim zählen ihre Ersparnisse. Der Geldbeutel ist leer. Sie waren so damit beschäftigt, Geld zu suchen, dass sie den Gulli nicht bemerkt haben. Oh, geht es euch gut? Wer ist da? Ist das ein Prinz? Aber jetzt sehen die beiden, wer es wirklich ist. Oh, ein Ninja Turtle. Hi, das könnte ich gebrauchen. Kannst du uns helfen? Okay, gebt mir eure Hand. Ich bin Thomas. Kommt, ich lasse euch bei mir wohnen. Woher wisst ihr, dass wir kein Zuhause haben? Das kommt uns gerade recht. Es waren schon lange keine Gäste mehr hier. Fühlt euch wie zu Hause. Hier wohnst du? Klar. Macht es euch gemütlich. Kim, was macht der da? Ich weiß nicht, aber er ist irgendwie komisch. Oh Mann, was ist das? Ein kleiner Streich. Und das sind eure neuen Klamotten, weil euer altes Zeug nach Kanalisation riecht. Okay, wenn man mit einem Obdachlosen zusammenlebt, sollte man dankbar sein und die Kleidung annehmen. Wer hätte gedacht, dass es hier unten Klamotten gibt? Thomas steckt voller Überraschungen. Die hatte bestimmt einen harten Tag. Es ist Zeit für ein Kaffee. Wow, dieser Obdachlose hat eine Kaffeemaschine? Damit hätten die Mädels niemals gerechnet. Riecht wie Fischbrühe. Ja, was habt ihr erwartet? Aber man sollte nicht wählerisch sein. Trinkt aus. Der Kaffee hat sie ein wenig aufgewärmt. Aber es gibt ein anderes Problem. Die Toilette. Was für ein Albtraum. Und dieser Geruch. Ich habe noch nie eine Toilette aus Karton benutzt. Wenn ihr den Karton nicht mögt, nehmt halt einen Eimer. Der schwarze Eimer ist für die Herren. Der türkisfarbene für die Damen. Ups. Wo ist das Toilettenpapier? Ach ja, hier. Nimm was davon. Wie lange kann ein Mensch ohne Essen leben? Kim hat wohl Halluzinationen. Du bist verrückt. Ich habe so einen Hunger. Der einfachste Weg, an Geld zu kommen, ist einfach danach zu fragen. Geld für Essen. Kim und Penny haben sich an ihren neuen Lebensstil angepasst. Aber sie machen alles falsch. Keiner wird ihnen einfach so Geld geben. Glaubt mir. Sie müssen mit ihren Talenten arbeiten. Du machst mit dem Eimer Musik. Seht begeistert aus und tanzt dazu. Genau wie bei TikTok, nur ohne Kamera. Hier ist unser erster Fan. Hat es dir gefallen? Warum rückst du nicht ein bisschen Geld rüber? Wie kann man zu diesen traurigen Augen Nein sagen? Oh wow, danke. Die Lady hat mir einen Schein gegeben. Thank you. Ich kann es nicht glauben. Wow. Ein Dollar. Wir sind reich. Ja, wir können uns so viele Leckereien kaufen. Naja, nicht wirklich. Endlich, ein Burger. Oh, dieser Geruch. Du musst den Burger aber in kleine Stücke schneiden, damit jeder einen gleichen Anteil bekommt. Lasst es euch schmecken. Das ist ein echter Festschmaus. Ich möchte mir die Finger sauber lecken. Aber lieber nicht. Meine Finger haben im Müll rumgewühlt. Gute Nacht, Thomas. Der harte Tag ist endlich vorbei. Das ist ein ungewöhnlicher Ort, um die Nacht zu verbringen. Und die Mädchen legen sich auf die Matratze. Die Gäste bekommen von allem das Beste. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Kopfkissen. Aber wenn man viele Tüten hat, hat man auch ein Kissen. Aber es raschelt ein wenig. Aber wen interessiert das schon, wenn man total müde ist? Süße Träume. Ihre Träume sind immer noch die gleichen. Kim ist mit ihren Freundinnen im Restaurant. Und sie trägt ein teures Outfit.
Wow, es ist so schön hier. Probier diesen Salat. Oh. Der ist ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Oh. Und für dich empfehle ich Pasta. Sie ist köstlich. Das ist so ein tolles Festmahl. Aber was ist hier los? Ist das Dach undicht? Kim, mach auf. Das war nur ein Traum. Das undichte Dach ist die harte Realität. Aufwachen! Wir ertrinken! Doch Penny ist optimistisch. Der Regen ist eine tolle Gelegenheit, sich zu waschen. Jetzt haben wir Wasser. Ein Glück werden wir endlich wieder sauber sein. Aber wie kann man am besten duschen? Wir füllen einfach den Mülleimer mit Wasser. Und tun so, als ob es eine Badewanne wäre. Benutzt deinen Spülschwamm. Funktioniert genauso gut. Ja, stimmt. Nicht schlecht. Kim und Thomas starten einen Karaoke-Abend. Es ist ziemlich gemütlich. Was guckt Thomas da? Ist das ein neues Video auf seinem Lieblingskanal? Der Laptop funktioniert nicht. Er hat ihn im Müll gefunden. Statt YouTube zu schauen, schaut sich Thomas Bilder aus alten Zeitschriften an. Starr nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm. Lass uns was anderes machen. Es ist ein besonderer Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Thomas. Jeder bekommt zum Geburtstag ein Geschenk. Ein Geschenk? Für mich? Seit Jahren hat mir niemand mehr ein Geschenk gemacht. Oh, ein paar Socken. Das ist ja cool. Es sind nicht die gleichen, aber das ist trendy. Thomas freut sich jedenfalls. Das sind die besten Socken, die er je hatte. Danke, Mädels. Es ist zu früh, sich zu bedanken. Der Spaß ist noch nicht vorbei. Was wäre ein Geburtstag ohne eine Pinata? Thomas fängt natürlich an. Aber das ist eine Mülltüte. Aber wen interessiert das schon? Nicht gucken. Einfach draufhauen. So fest du kannst. Oh, wow. Träume ich etwa? Nein, die Party ist echt. Und die Partyknaller auch. Die Mädchen haben ihr Bestes gegeben. Thomas ist wohl müde von so viel Spaß. Schlaf gut. Es ist dein Geburtstag. Gute Nacht, Thomas. Es ist so schön, jemanden glücklich zu machen. Ein neuer Tag beginnt. Die Mädchen hatten heute bei einem Spaziergang Glück. Sie stellen sich schon vor, wie sie diesen Reichtum ausgeben werden. Doch dann sehen sie ein Foto. Sie sind so ein süßes Paar. Moment, das muss der Besitzer sein. Sie haben sich schon gefreut. Aber Penny und Kim sind ehrlich. Ich glaube, das gehört dir. Ryan kann es nicht fassen. Da ist sein Geld. Und da sind auch seine Karten. Und das Wichtigste, ein Foto mit seiner Freundin. Ich muss einen Weg finden, euch zu danken. Kommt mit. Das Glück kann euch überall finden. Der Besitzer des Portemonnaies scheint ein Restaurantbesitzer zu sein. Und er bietet den beiden einen Job an. Das ist ein Wunder. Kim und Penny sind ziemlich gut. Aber am wichtigsten ist, dass sie jetzt Geld haben. Hier ist ein kleiner Bonus für euch. Wow. Was für eine tolle Art, ein neues Leben zu beginnen. Die Mädchen genießen es sogar, den Müll aus dem Restaurant rauszubringen. Wen haben wir denn hier? Oh, wow. Es ist unser guter alter Freund. Thomas, wir sind so froh, dich zu sehen. Aber er ist doch gleich wieder weg. Oh, das gefällt mir. Wow. Das nehme ich. Bye-bye. Leider ist dieses neue Leben nichts für ihn. Aber Kim und Penny können ihn jederzeit besuchen. Viel Glück, Thomas. Und vielen Dank für alles. Ja, endlich. Sie haben es geschafft, genug Geld für die Miete zu sparen. Nimm unser Geld. Die Vermieterin wundert sich. Aha. Wie haben sie so schnell das Geld zusammenbekommen? Jetzt haben sie ihre Wohnung wieder. Hier sind eure Schlüssel. Bis bald. Yay! Ja. Endlich. Es gibt aus jeder Situation einen Ausweg, solange man gute Menschen an der Seite hat. Wie fandet ihr unsere Geschichte über die obdachlosen Freunde? Könntet ihr das für einen Tag aushalten? Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.